Bitterkalt ist es. Ich habe gerade mit unserem Meteorologen gesprochen. Es ist der bisher kälteste Tag in diesem Dezember. Und damit ist es auch die bisher kälteste Dodo-Ziehung, die wir im gesamten Dezember 2016 bisher hatten. Wir hätten vielleicht mal proben sollen, ob man mit Handschuhen überhaupt so eine Karte ziehen kann. Vielleicht wissen wir mehr. Ansonsten verschieben sich die nachfolgenden Sendungen um 30 bis 40 Minuten. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, da ist was. So. Es geht nach Ilbishausen in Grevenheim im Landkreis Vogelsberg. Liebe Leute aus Ilbishausen, ruft es an unter 069-155-3371, damit wir besprechen können, wo genau euer Warmwassergeysir, wenn ihr einen habt, ich gehe jetzt einfach fest davon aus, würde passen, steht. Dann können wir den drehen und dann können wir ihn vorstellen am Samstag um 19.30 Uhr in der Hessenschau. Und das war's von der bisher kältesten Ziehung eines Dolldorfes im Dezember 2016. Gerne der Ortsvorsteher oder auch gerne Ärzte und Krankenschwestern, wenn ihr sie habt, unter der 069-155-3371. Dann behandeln wir meine Hand und dann besprechen wir, was wir morgen drehen. Und am Samstag gibt es dann das Ergebnis. Genau, und das Mitleid fährt mit. Gute Fahrt! Jetzt haben wir noch was Schönes vor. Eine Premiere im Palais Hopp, dem neuen Varieté-Theater in Kassel. Das war mal der Star-Club, der musste schließen. Und heute eröffnet dort, wie wir es gerade sehen, das Palais Hopp mit Akrobaten. 19. Minute. Protestaktion im Gladbacher-Block vorbei. Und Erinnerung daran, welcher hier der Traditionsclub ist. In klein und ganz groß. An den Leipziger, die im Stadion sind. Den Gladbachs Offensive fehlte Raphael wegen Adduktorenproblemen. Er wurde ersetzt durch André Hahn. Er spielte neben Hazard. Und da ist er, der Hahn. Eingesetzt eben von Hazard. Mal, und hinten völlig frei. Johnson! Fabian Sonnen soll genau so spielen. Mit der Hacke vorbereitet von Hahn. Und dann beinahe das 1:1. Das nicht viel. Wie vor 22 Jahren beim letzten Bundesligaspiel der Gladbacher in Leipzig. Damals ist der Gegner nicht RB, sondern VfB. Minute, Ecke, Leipzig natürlich wieder Kaiser. Und da ist Sabitzer mit der Hacke. Hinter jeder Leipziger Aktion steckte eine Spielidee, auch hier kurz gespielt auf Sabitzer. 2 Minuten später. Das bleibt auch im 4. Bundesligaspiel erstaunlich. RB spielte mit 9 Spielern. Die schon in der 2. Liga dabei waren. Sie haben Geld, aber sie setzen es auf effektiv ein. Wie für Werner, der hier wunderbar für Sabitzer folgte. Genau vor einem Jahr wurde André Schubert Cheftrainer der Borussia. Ein Auswärtssieg würde zum Jubiläum passen. Hasenmittel in seinem 2. Spiel. 37. Minute. Paulsen. RB hat den Ball. Gladbach seit 11 Monaten ohne Auswärtssieg. Sie brauchen Ideen. Stehende Musikliebe. Auf Hahn. André Hahn bleibt gerade noch so hängen am Kompär, der gut verteidigt. Genau solche Bälle. Heute gestern. Also die Hoffnung ist sicherlich da und wir werden auch sicherlich da irgendetwas bekommen. Aber wir müssen sicherlich noch eine Schippe Druck aufbauen, damit sich Zugdruck bewegt. Vielen Dank. Also, die Hoffnung hier, dass der Sozialtarifvertrag, dass das wenigstens noch klappt, und wir hatten es gerade schon mal gesehen, alle haben mir das hier bestätigt. Die Unterstützung der Usinger ist riesig und die gibt den Streitenden hier natürlich dann auch noch ein bisschen Kraft, das möglichst lange durchzuhalten. Vielen Dank.